Meine Güte, 2021, da hat sich einiges getan in meiner Uhrensammlung. Alte Gesichter sind gegangen, neue hinzugekommen. Also, wie ist der aktuelle Stand der Sammlung? Das schauen wir uns zusammen heute an. Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Video, meine Lieben. Auf geht's! Moin, meine Lieben, und willkommen auf der Couch. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal die alten Bekannten vor. Wenn ihr fragt, die Rolle hier, die habe ich von Juwelier Weber bekommen. Die verkaufen die mittlerweile auch. Falls ihr da Interesse dran habt, kann ich einen Link hinterlassen. Unbezahlte Werbung. Ich würde sagen, wir picken erstmal die erste Uhr raus. Und zwar ist das natürlich eine alte Bekannte, mein Breitling Avenger. Die Uhr habe ich seit 2017 in meiner Sammlung. Ich bin ehrlich, es ist immer noch die Lieblingsuhr in meiner Sammlung, beziehungsweise die Uhr, die auch im Jahr 2021 am meisten Tragezeit bekommen hat. Und seien wir mal ehrlich, 300 Meter Wasserdichtigkeit, kostzertifiziertes Wojoo 7750, Chronographenfunktion kann man immer gebrauchen. Wir haben eine Taucherlünette, die funktioniert, die Rastung der Lünette ist ganz schön. Ich habe sie am Stahlband, ich habe sie in diesem Jahr allerdings mehr am Ocean Racer Band getragen und irgendwie passt das auch sehr gut. Man hat irgendwie zwei komplett unterschiedliche Uhren. Der Vorteil vom Ocean Racer Band bzw. von der Schließe ist, dass ihr hier eine Feinverstellung drin habt und somit halt je nach Bedarf die Weite des Bandes anpassen könnt. Das ist mit der Grund, warum sie wirklich sehr häufig an meinem Arm war. Ich mag das voll polierte Gehäuse. Ich finde schön, dass sie die Schwingen auf dem Ziffernblatt hat. Datumskomplikation ist auch mit dabei, also im Großen und Ganzen nach wie vor Uhr Nummer 1 in der Sammlung. Mein Avenger, der mir nach wie vor richtig viel Spaß macht. Die nächste Uhr im Bunde ist auch eine alte Bekannte. Und zwar ist das die Seiko Turtle Great White Shark Special Edition. Und die Uhr hat was Besonderes, denn die habe ich mir in Japan, in Tokio gekauft, während unserer Hochzeitsreise. 2019 war das. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ich mag die Uhr, aber ich habe sie bis jetzt nicht so viel getragen. Warum? Weil es ist meine Urlaubsuhr. Das heißt, wenn wir jetzt bald Richtung Mexiko fliegen, um da die Family zu besuchen, kommt sie an den Arm. Sie ist die Dranschnall- und Sorglos. Uhr. Das heißt, ich gehe mit ihr schwimmen, ich gehe mit ihr raus und man braucht sich da nie einen Kopf drum zu machen. Genau dafür wurde sie gemacht. Ich trage sie nach wie vor an dem Onkel Psycho Strap. Das ist ein Stahlband, was dem Z199 Band nachempfunden worden ist, was Seiko damals angeboten hat. Es ist allerdings massiv. Die Schließe ist ein bisschen klappriger, aber das gehört mit zum Band dazu. Aber ich finde einfach, gerade die Turtle sieht am Jubiläband, beziehungsweise auch in der Form des Jubiläbandes, wirklich cool aus, hat was. Die nächste Uhr habe ich auch schon etwas länger und zwar ist das die Apple Watch SE. Ich versuche die mehr zu tragen. Ich trage sie rechts, weil ich halt links immer eine mechanische Uhr brauche. Ich trage sie beim Sport, ich trage sie auf der Arbeit, beim Rausgehen und da versuche ich dann wirklich die Ringe voll zu machen und man ertappt sich schon, dass man sich überlegt, soll ich jetzt wirklich den Aufzug nehmen oder gehe ich vielleicht doch lieber Treppe? Von daher hat die schon was gebracht. Ich bin nach wie vor happy damit. Mehr Apple Watch brauche ich nicht. Die erfüllt immer noch all das, was ich von der Uhr erwarte und dafür ist sie wirklich ganz gut. Aber lass uns mal die Uhr angucken, die ich als erstes gekauft habe im Jahr 2021. Und zwar ist das die Cartier Santos in Large und Two-Tone aktuelles Modell. Zu der Uhr gibt es ein Unboxing, zu der Uhr gibt es ein Review und natürlich auch ein Update-Video nach über 2 Monaten am Arm. Die Uhr hat sich wirklich gut geschlagen und ich trage sie erstaunlich häufig. Wenn man berücksichtigt, dass ich eigentlich nicht so der Dressuhrentyp bin. Und die Uhr ist eleganter als alles, was ich aktuell in der Sammlung habe. Von daher passt das sehr gut. Das Tragegefühl ist einzigartig, gerade am Stahlband. Um diese zu kaufen, musste allerdings meine Tag Heuer Carrera gehen, die ich dann auch nicht wirklich sehr lange in der Sammlung hatte. Aber ich bin ehrlich, so ganz fertig bin ich mit Tag Heuer nicht. Die Santos auf jeden Fall ein sehr schöner Neuzugang und die Uhr mit der zweitbesten Tragezeit in diesem Jahr. Mit der nächsten Uhr seht ihr, was für Probleme ich habe mit diesem YouTube-Kanal, meine Lieben. Ich habe ein paar Videos gemacht über Panerei, weil ich die Marke ein bisschen näher kennenlernen wollte und die Uhren mag und habe mich angefixt. Das ist mir bei der Cartier schon so gegangen. Natürlich musste dann auch irgendwann eine Panerei kommen. Ich habe mich final für die 914 Panerei Basin und 14 entschieden mit Sandwich-Ziffernblatt, 8 Tage Handaufzugswerk und natürlich eine rein Minuten- und Stundenanzeige, wie es sich gehört. Eine entschleunigte Uhr, wo trotzdem was los ist, mit guter Lume. Die Uhr macht mir richtig viel Spaß. Sie war mit auf Dienstreise nach Kanada. Und gerade an dem Kautschukband finde ich sie sehr gut, weil da kommt dann die etwas andere Leuchtmasse. Die Fortina, kann man sagen, zur Geltung. Und das passt allgemein sehr gut zur Uhr, wie ich finde. Nachteil war, dass ich dafür meine Speedmaster, Omega Speedmaster verkauft habe. Die Uhr war über 9 Jahre, 8 oder 9 Jahre bei mir.
Ich habe sie aber die letzten 2 Jahre kaum getragen. Irgendwie ist da der Funke nie übergesprungen. Ich habe final die Entscheidung getroffen, wirklich die Pannerei zu kaufen und die Speedy ziehen zu lassen. Und ich bereue es bis jetzt nicht, weil die Pannerei ist wirklich eine sehr schöne Uhr. Und von der Entschleunigung her, von der Einfachheit, sehr ähnlich zu Speedmaster, finde ich zumindest. Was meint ihr? Und der letzte Neuzugang in diesem Jahr war dann meine 1266 13 LB, meine Bluesy. Und die hatte einen sehr hohen Preis. Denn um diesen Kauf möglich zu machen, musste ich mich von meiner GMT Master trennen, eine Uhr, die ich über 10 Jahre in meiner Sammlung hatte. Und glaub mir, der Prozess war nicht einfach. Über ein Jahr habe ich da gebraucht, um zu überlegen, zu gucken, ob das wirklich Sinn macht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist jetzt die 4. Submariner, die ich in der Sammlung habe. Ich hatte den 14060M, die 1166-13, die 1166-18 und irgendwie habe ich eine Sub bzw. auch eine Bluesy vermisst, weil das Blau, das hat einfach was. Vor allem bei dem aktuellen Modell. Den Review habt ihr hoffentlich gesehen, der ist auch online zu der Uhr, ist letzte Woche online gegangen und die Uhr macht mir nach wie vor sehr viel Freude. Ich bereue den Verkauf von meiner GMT nicht, denn sie hatte ihre Zeit, als ich Expat war, in China, in Mexiko, insgesamt fast 7 Jahre quasi außer Landes. Da hatte sie ihre Funktion und ihren Nutzen, aber aktuell finde ich das Blau einfach schöner und ich bin froh, dass ich den Tausch gemacht habe. Die nächste Frage ist aber, was kommt als nächstes? Einiges. Eine Uhr, die ich schon sehr lange auf dem Schirm habe und mit der ich mich nochmal angefixt habe während meines Breitling-Boutique-Besuchs in Hamburg, ist der Breitling Navitimer. Und das ist auch die einzige Uhr, wo ich die Regel eine Marke, eine Uhr beim Sammeln brechen würde, weil meinen Avenger möchte ich nach wie vor behalten und ich finde, er würde sich auch sehr gut ergänzen mit einem Navitimer. Es ist viel los auf dem Blatt. Ich bevorzuge da die Variante in 46 mm am Navitimer Band und vielleicht dann da auch mit einem Lederband dazu, weil irgendwie passt beides sehr gut zum Navitimer. Die Uhr geistert schon so lange in meinem Kopf rum und ist ein Klassiker von Breitling. Dementsprechend denke ich, dass ich dabei zuschlagen könnte oder zuschlagen werde, denn es ist einfach eine coole Uhr. Inhouse-Chronographenwerk fehlt mir aktuell in der Sammlung. B01 ist ein sehr schönes Werk. Also das könnte durchaus als nächstes anstehen. Wer genau hingeguckt hat, wird natürlich feststellen, da fehlt eine deutsche Uhr in der Sammlung. Auch daran möchte ich arbeiten. Und zwar habe ich ja mit dem Bernhard und mit dem Stefan bei Jubilee Weber ein Kollektionsreview von Glashütte Original gemacht. Die CQ oder auch die Panomatik, da gibt es auf jeden Fall noch Einzelreviews im nächsten Jahr auf meinem Kanal. Seid gespannt. Angefixt habe ich mich da aber ein bisschen mit der Panomatik Luna beziehungsweise im Nachhinein mit der Panoreserve. Panoreserve hat halt ein Panoramadatum. Du hast eine Gangreserveanzeige. Du hast die doppelte Schwanhalsregulage. Handgraviert mit Gold ausgefüllt. Richtig schönes Uhrwerk. Wir haben eine Gangreserveanzeige, 40 mm Durchmesser. Die Uhr ist super dressig. Ich könnte da durchaus schwach werden. Ich glaube, das sind die 40, meine Lieben. Ich glaube echt, das ist so das Alter. Eieieiei. Wo geht der Mr. Bino hin? Aber schauen wir mal. Panomatic, Panoreserve wäre so noch was, was ich anstreben könnte, weil die Uhren haben mir in The Metal wirklich sehr gut gefallen und sie haben auch eine schöne Präsenz am Arm. Wie gesagt, etwas eleganter, aber durchaus interessant. Und meine Lieben, ihr glaubt es nicht, aber beim Uhren-YouTube-Schrauben bin ich mal wieder über Bulgari gestolpert. Eigentlich Schmuckersteller, haben aber auch tolle Uhren. Ich sage nur Octo Finissimo. Es gibt neue Modelle, jetzt nicht in der Finissimo, aber in der Roma-Reihe. Octo Roma Worldtimer. Einmal in komplett schwarz, mein Favorit, aber natürlich auch in Stahl mit einem blauen Ziffernblatt. Obwohl die schwarze Variante hat was. Plus Bulgari hat auch die Bulgari Aluminium-Reihe. 40 mm Aluminium-Gehäuse, Kautschukband mit GMT. Funktion. Nein, das ist kein Inhouse-Werk, preislich aber dementsprechend auch, ich würde mal sagen, interessanter. Und wir haben hier ein blaues Blatt, wir haben quasi ein Pepsi Reo. Bulgari war damals, wo sie die Uhren das erste Mal vorgestellt haben, die ersten, die halt auch Aluminiumgehäuse hergestellt haben. Und das finde ich interessant, beziehungsweise ich habe das bei meiner Cartier gemerkt, wenn ein Schmuckhersteller eine Uhr macht, dann ist die anders als alles, was man normalerweise kennt. Und auch das Tragegefühl ist irgendwie anders. Also den Ticker finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant.
Also, meine Lieben, das war's mit dem Sammlungsupdate 2021 und der Vorschau, was so kommen könnte im nächsten Jahr. Ich bin wie immer gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr von der aktuellen Sammlung und was haltet ihr von den Ergänzungen beziehungsweise was würdet ihr ergänzen? Teilt das mit mir und der Community unten im Kommentarfeld. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Ich wünsche euch und euren Familien auf jeden Fall noch wunderschöne Restfeiertage. Freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.